Hallo und herzlich willkommen zu Women Hit Harder mit Julia Dorni. Heute exklusiv mit Gerlinde Jenicke von 94.3 RS2. Mein Lieblingsmix. Krass, das ist ja mega geil. Da bleibt man erstmal still sitzen und denkt sich, jo. Der Hund fühlt sich hier wohl. Komm mal hier, Miley. Sag mal hallo. Oh, oh, da ist sie. Du bist so niedlich, liebe dich. Du bist süß. Du hast ja auch kleine Rollen in Musikvideos gehabt und in Werbespots. Und du hast sogar die Clipshow Bitte Lachen auf RTL 2 mal gemacht. Ich habe gedacht, dass Fernsehen extrem glamourös ist und dass man direkt am zweiten Tag mit Johnny Depp Sex haben darf, wenn man beim Fernsehen arbeitet, weil man sie ja alle kennenlernt. Nee, so glamourös war das nicht. Lass uns mal richtig Berliner an jetzt, Quintet Jod. Wenn ich so Leute treffe von außerhalb, sag ich mal, und dann sagen die, du pass mal auf, Herr Linde, ich kann das ja nicht verstehen, du Berlinerst ja nicht. Und dann muss ich sagen, naja, meine Eltern haben immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich ordentliche Deutsch spreche. Ich glaube, dass ich sehr viel Blödheit überspielen konnte durch ein sehr gutes Deutsch. Weil welcher Chirurg sitzt vor dir und sagt, na, ich wollte sie mal sagen, also das mit ihrer Niere, das müssen wir jetzt in Erling bringen, das müssen wir morgen rausschneiden. Niere kann man nie drin lassen, geht ja nicht. Bilder am Kopf aufbauen, ich muss nie gut aussehen. Und das Krasse ist auch Miley. Wir gehen gleich. Gleich, nicht jetzt. Mach Platz. Mami muss arbeiten, mach Platz. Was ist eigentlich dein Lebensmotto, Gerlinde? Mein Lebensmotto ist, sieh das Leben wie eine Seifenoper, nimm sie nicht zu ernst, aber lerne aus jeder Folge. Oh, die gefällt mir. Ja, die habe ich mir vor vielen Jahren ausgedacht. Kann sie leider nicht copyrighten, weil sie so gut ist, dass man denkt, sie könnte vielleicht nicht von mir kommen. Weißt du, jeden Tag eine neue Folge, guckst du dir an, nimm's nicht ernst, aber weißt du, wenn du 5-mal irgendwie auf die Herdplatte gefasst hast und es brennt, dann fass doch einfach nicht nochmal drauf.